Im heutigen Video geht es um einen ABC-Einsatz auf Stufe Ortsfeuerwehr. Für das haben wir die Feuerwehr Starkirchweil bei uns hier zu halten. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Es ist cool, dass wir ein Teil sein von dem grossartigen Projekt, das ihr hier auf die Beine gestellt habt. Die Ortsfeuerwehr ist eingefahren, der Einsatzleiter steigt jetzt aus und geht vor nach den GAMS-Regeln. Erster Punkt G, Gefahren kennen. Man sieht, der Einsatzleiter ist ausgerüstet hier mit Feldstecher, Multiwarn. Er probiert jetzt optisch zu erkennen, was hier geht. Das kann Rauch sein, das kann Dämpf sein. Windrichtung ist ein Thema. Ich kann vielleicht etwas schmecken und so weiter. Er schaut, ob man im Multiwarn etwas sieht. Man sieht vielleicht irgendwelche Blattgar auf dem Fass, wo dort etwas ausgelaufen ist. Irgendwelche Anhaltspunkte, die man erkennen kann, was für ein Stoff das sich hier handelt. Der zweite Punkt ist A, wie absperren. So, dass man mal den Zutritt verhindert zu diesem ganzen Ereignis. Das M von der GAMS-Regel bedeutet nachher einen Menschen Tier retten. So, dass man die Person dort unter Einhaltung der eigenen Sicherheit möglichst schnell rausbringt. Und das S, der letzte Punkt, Spezialkräfte beiziehen. Wenn es mitten von einer Ortsführung übersteigt, dass man dort Stützpunkt, Spezialkräfte usw. aufbieten. Wir sind hier an einem Einsatz mit BC-Ereignis. Wir sollten zusätzliche Kräfte haben, BC-Wehr, der Rettungsdienst und die Polizei. Machen Rückmeldung, ist abgesperrt, 7 bis 15. Gut, neuen Auftrag. Ausladen vom Modulwägeli vom MTF, Standort Modulwägeli, da vorne bei mir. Ich bin Rückmeldung noch. Achtung, da ist die Leute, können wir langsam rundherum. Ja. Ein Drittel der Ostsee, wir können mit dem Draht noch rausnehmen. Es ist bewusstlos. Gehen wir auf Mitte. Achtung, ist überall Kontamination. Sehr gut. Also warte, komm, dann ist hier sitzen. In diesem Video habt ihr die ersten beiden Phasen eines ABC-Einsatzes auf Stufe Ortsfeuerwehr gesehen. Wichtig ist eine Ortsfeuerwehr,
muss die ersten beiden Phasen auch ohne Hilfe von einer PC-Wir bewältigen können. Wichtige Regeln dabei, die angewendet werden, sind die 4A-Regeln und die GAMS-Regeln. Phase 1 vom Phasenplan besteht aus der Anfahrt, dem Eigenschutz sowie dem Feststellen und Beurteilen. Der Eigenschutz fällt schon auf der Anfahrt an. Das bedeutet einerseits, dass man den Abstand zum Ereignis behaltet, andererseits auch, dass man schon die Windrichtung beachtet. Punkt Eigenschutz ist wichtig. Schaut darauf, ihr habt im Video gesehen, was zu der Ausrüstung, zu der Einsatzausrüstung alles dazugehört, unter anderem Atemschutz. Andererseits aber auch wichtig, die Aufenthaltszeit beim Ereignis möglichst gering zu halten und darauf zu achten, dass man sich möglichst abschirmen kann. Bei der Phase 2 geht es ums Absperren, ums Retten vom Patienten sowie der groben Dekontamination. Im Absperren ist wichtig, dass man aufs Gefälle achtet. Wie als Grobdeckel nachher im Detail funktioniert, das zeigt er im zweiten Teil dieser Videoserie.